18 Jahre, blond adrett, ist Peters Freundin die Babette. Er liebt sie, sie liebt zurück. Jetzt sucht sie nach dem besten Stück in ihrem Schrank. Denn ab und zu hat man im Park ein Rendezvous. Das Blaue hat ihm gut gefallen, es ist das dünnste zwar von allen. Und Strümpfe, hauchzart, Dederon. Zu kalt? Ach wo, was macht das schon? Babette putzt sich in aller Ruhe die Zähne und sucht dann noch die Schuhe, mit denen sie auf Petermann den besten Eindruck machen kann. Ach, diese Sohlen sind zu stark. Wir gehen zwar dann in den Park und draußen ist es Winterszeit. Heute Morgen hat's sogar geschneit. Doch diese Treter, nein, die nicht. Die stehen mir besser zu Gesicht. Gesagt, getan, die Türe zu, ab geht's zum Freiluft-Rendezvous. Der Peter, 19, frisch und nett, er wartet hier auf die Babette. Der neue Mantel steht ihm gut. Doch was ihm fehlt ein Hut. Wenn's der nicht ist, dann eine Mütze, denn beides wär dem Kopf zu nütze. Bei bloßem Schädel wird es bald, trotz Liebesglut, dem Kopf zu kalt. So gehen sie hin, doch was ist später? Hier fehlt Babette und da der Peter. Sie husten beide um die Wette, hier Peter und dort die Babette. Du, Fräulein, sei nicht zu kokett, auch warm gekleidet bist du nett. Und du, mein Freund, ersparst dir Leid, nie barhaupt gehen zur Winterszeit.